Mehr als 150 Meter lang und 15 Meter hoch. Dieser Nachbau der Arche Noah ist nach Angaben der Macher das größte freistehende Holzbauwerk der Welt. In der Nähe von Williamstown im US-Bundesstaat Kentucky ist die Arche nun fertiggestellt und der Öffentlichkeit präsentiert worden. Initiiert wurde das Projekt von einer christlichen Gruppe, die die Bibel wörtlich nimmt. Kreationisten, die nicht an die Evolution, sondern daran glauben, dass Gott die Erde wirklich in 6 Tagen erschaffen hat und die Menschheit die Sintflut nur dank Noahs Arche vor 4000 Jahren überlebte. Leute aus der ganzen Welt werden hierher kommen. Ich glaube, dass dies eine der größten christlichen Begegnungsstätten dieser Epoche sein wird. Es wird Williamstown für immer verändern und ich glaube, dass wir schon im ersten Jahr bis zu 2 Millionen Besucher oder mehr hier sehen werden. Während in Deutschland ein ähnliches Projekt der Schweizer Genesis Land AG zuletzt auch nach scharfer Kritik der Kirchen scheiterte, gibt es in den USA Millionen Anhänger der Kreationistenbewegung. Nur dank ihrer Spenden war es möglich, die Arche zu bauen. Kostenpunkt nach Medienberichten angeblich knapp 100 Millionen Dollar. Ich finde es ziemlich faszinierend, wenn man bedenkt, dass es möglich war, so etwas vor so vielen Jahren zu bauen, ohne die Technologien, die wir heute haben, eine unglaubliche Sache. So unecht die Tiere an Bord der Arche sind, so real sind die Millionen Dollar schweren Steuernachlässe für die Touristenattraktion, über die mehrere Medien berichten und dabei auch Diskriminierungsvorwürfe geäußert haben. Arbeiten auf der Arche dürfen demnach nur gläubige Christen, die Bibelverse genauso wörtlich nehmen wie die Erbauer des riesigen Holzschiffs.